General Kyung, hören Sie doch. Ich empfange einige sehr seltsame Signale. Wir müssen wissen, womit wir es hier zu tun haben, bevor Sie... Ich bin die ständigen Verzögerungen leid. Bei den anderen Fossilien waren Sie nie so vorsichtig. Ich weiß, was im Hindukusch passiert ist, Doktor. Das war was anderes. Die anderen Proben, die afghanischen Artefakte, die sibirischen, das waren alles Fragmente. Das ist das erste intakte Exemplar, das wir je gefunden haben. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Dafür ist keine Zeit, Doktor. Die Amerikaner sind bereits auf der Insel. Ihre diplomatischen Verwicklungen interessieren mich nicht, General. Sollten Sie aber. Das Pentagon wird dieses Projekt militärisch nutzen. Glauben Sie wirklich, dass die CIA Sie ungestört weiterforschen lässt? Ich verstehe. Ich brauche nicht mehr lange. Mein Scan ist so gut wie fertig. Uns geht es nur um diesen Tempel. Ihr Fossil interessiert mich doch gar nicht, Doktor. Das ist kein Fossil. Es ist eine versteinerte, karbonbasierte Maschine. Eine Maschine, die 2 Millionen Jahre älter ist als die Menschheit. Das spielt im Moment keine Rolle. Dieser Tempel ist der Ursprung. Tempel? Meine Güte, wir haben keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Wenn Sie es öffnen, weiß niemand, was passieren wird. Warten Sie. Ich bekomme jetzt die ersten Bilder. Aber das... Das kann nicht sein. Da bewegt sich etwas. Aber das ist unmöglich. Oh nein, Kyung! Sie müssen sofort damit aufhören. Es ist zu gefährlich. Sie haben keine Ahnung, was da drin ist. Dad, was ist los? Helena, du musst ihn aufhalten. Verschwinde von hier, sofort. Sie leben noch. Wer lebt noch? Wovon redest du denn? Das Fossil. Es lebt noch. Es ist... Oh nein! Dad, wir haben eine Mikrowellenentladung bei euch geortet. Was hast du getan? Verschwinde da! Schnell! Was ist... Wer sind Sie? US Special Forces, wir müssen hier raus. Ein Glück. Kyung hat mein Team, meine Tochter, oben in der Mine in den Bergen. Sie müssen zu ihnen. Wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht. Was habe ich getan? Energiekritisch klingt nicht so ganz, aber... Nomad! Ja. Wir haben einen massiven Energieanstieg im Zentrum der Insel gemessen. Was zum Teufel ist da draußen los? Rosendahl ist tot. Seine Entdeckung hat den Laden hier gerade in einen riesigen Eiswürfel verwandelt. Sie haben in den Bergen eine noch größere Reliquie gefunden. Ich muss da rauf. Ihr Vogel ist unterwegs. Wir haben eine sichere Landezone einige Klicks flussabwärts. Schnappen Sie sich ein Boot und fahren Sie los. Schweres Gerät nähert sich Ihrer Position. Beeilen Sie sich, da draußen wird's gleich ziemlich ruppig. Ich will gar nicht wissen, was hier auf mich zukommt. Hallo und herzlich willkommen zum... Ich weiß nicht mehr, wie vielen Mal zurück. Ich hatte gerade wieder ein paar Probleme mit Abstürzen, mit... Frame-Einbrüchen mit allem möglichen, mit Spiel angefangen, direkt draufgegangen und deswegen nochmal neu gemacht, weil es ja echt nichts bringt, wenn ich hier 5 Meter laufe und dann wieder neu laufe und zwischendurch noch überlege, ob ich überhaupt vielleicht sogar das direkt neu mache, weil die Frames total schlecht sind. Deswegen habe ich es einfach nochmal gemacht. Ich sehe gerade, die Frames sind immer noch nicht die besten, was irgendwie scheiße ist, weil ich dachte, ich hätte es jetzt geändert. Aber anscheinend ist das doch anders. Tarnfeld aktiviert. Und deswegen... Egal, machen wir jetzt einfach so weiter, wie es jetzt ist. Maximale Panzerung. Ist mir jetzt auch egal. Maximales Tempo. Das wollte ich haben. Maximale Stärke. Maximale Panzerung. Straße oder hier aktiviert. Unten war eigentlich schon geil, muss ich sagen. Weil oben sind sehr viele Gegner, die auch direkt einen frontal angreifen. Hier ist ja eher mit Streifen, die rumlaufen. Wobei das natürlich auch doof ist. Aber ich probiere es nochmal. Einmal hier durch den Dschungel. Ihr habt das... Ich werde das euch wahrscheinlich rausschneiden, weil das echt ein unnötiger Run im Endeffekt ist. Ihr habt dann einen Cut von genau da, wo ich gerade eben war. Direkt zu da, wo ich gerade eben war. Ich denke mal, das ist das Sinnvollste. Maximale Panzerung. Was ist das? Tarnfeld aktiviert. Maximale so, mit dem hat's erledigt. Gut, dass ich ihn so gut getroffen habe, weil
Das Magazin ist ziemlich alle. Tarnfeld aktiviert. Da vorne ist aber schon der nächste. Gehen wir einfach mal da. Da lang. So. Sichtbar werden im Gebüsch. Maximale Panzerung. Warten, bis Energie voll ist und weiter. Tarnfeld aktiviert. Wir müssen jetzt alle Gegner mitzunehmen, ist mir zu anstrengend. Maximale Panzerung. Zweites Problem. Verstanden. Tarnfeld aktiviert. Seht ihr das? Und ich laufe natürlich in die falsche Richtung gerade. Es kam energiekritisch gar nicht. Maximale Panzerung. Ich glaube, das wäre ich direkt sichtbar geworden. Das ist aber nicht schön. Kann ich gleich nochmal ein Gebüsch ausprobieren? Das wäre nämlich echt unschön. So. Ja. Vorher habe ich mich ja immer beschwert, dass er das nicht sagt. Aber jetzt denke ich mir so, vielleicht. Wäre es doch ganz praktisch, wenn er es sagen würde. Dann wüsste ich kurz vorher nochmal Bescheid. Keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Ich weiß nur, irgendwo hier rechts müsste das Boot liegen, was ich eigentlich nehmen soll. Und wollte auch. Weil erstens ist das unglaublich praktisch und zweitens sieht das sehr stylisch aus. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Da vorne ist das Boot. Der hat einen Sniper. So werde ich von denen nicht gesehen im ersten Moment. Maximale Panzerung. Aber das ist doch nur normales, aber doch nur normales Gewehr. Schade. Weil Sniper-Munition ist ja, wie ihr hier sehen könnt, eine rare Sache. Wir haben ganze 26 Sniper-Munition. Das ist nicht die Masse. Und ich bin eigentlich ein totaler Sniper-Fan, deswegen wäre es natürlich schön, wenn wir von mehr hätten. Maximale Panzerung. Zumal die sich hier sehr gut macht. Ich hätte denken können, dass das die jetzt alle hören. Das letzte Mal war ich woanders. Nämlich da vorne im Wasser und da haben die das nicht gehört. Ach Gottchen, jetzt stehen die alle um mich drum rum. Wo ist er hin? Sucht weiter! Ich sehe ihn nicht. Komm raus und kämpf, Amerikaner! Ich hoffe, dass wir, die würden das nicht bemerken. Ich finde dich, du Mistkerl! Tust du das? Vorwärts! Los! Stirb! Maximale Panzerung. Wo ist er? Tarnfeld aktiviert. Erledigt ihn. Bewegung. Das Problem ist. Holen wir ihn uns. Maximale Panzerung. Dass ich mich im Wasser nicht langsam bewegen kann. Das heißt, wenn ich dann einen Fehler mache, werde ich sofort gesehen. Maximale Panzerung. So. Tarnfeld aktiviert. Wo ist der Typ jetzt? Hier ist noch ein zweiter, wie ihr auf der Map sehen könnt. Ich dachte, ich würde den jetzt im Kopf getroffen. Nein, natürlich nicht. Muni. Tarnfeld aktiviert. Maschinenpistole, nee. Der andere hat auch eine Maschinenpistole, soweit ich weiß. Ja. Dann. Wollen wir mal weiter. Und ich hoffe, diesmal mache ich es etwas eleganter als das letzte Mal. Weil es gibt zwei Sachen, die hier ein bisschen doof sind. Nummer eins.
Ja. Hier geht's bergab. Yay! Geil. Kriege ich mich hier wieder gedreht? Damit habe ich nicht gerechnet, dass ich mein Boot umdrehen würde. Und das ist das andere, was ich sagen wollte. Ich muss aus dem Wasser raus, weil dieser Helikopter bringt mich sonst um. Was ich allerdings machen könnte, ist... Ja, das war rot, glaube ich. Wenn ich ihn sehe, ihn abknallen. Maximale Panzerung. Ich glaube, wir müssen auf die andere Seite rüber, damit ich ihn zu Gesicht bekomme. Nein, da ist er. Geil, ich hatte nur noch zwei Schüsse. Das ist natürlich klasse jetzt. Helikopter im Nacken, durch den Dschungel. Und das Doofe ist, der folgt nicht nur uns wissentlich uns, sondern der folgt uns auch nach dem Motto, Spieler bewegt sich weiter im Level, also muss Helikopter auch weiter anschauen. Also scheint mir zumindest so. Weil wenn ich Glück habe. Das ist jetzt nach hinten abgedreht. Wenn ich Glück habe, hat er mich drauf verloren. Oh, ich habe derselben nach. Wie ihr seht, ist schon wieder direkt über mir. Das ist nicht schön. Eigentlich fand ich auch noch an dieser Stelle noch ein Boot. Und wir haben noch einen ganz schönen Weg vor uns. Tarnfeld aktiviert. Wir kommen aus dem Flussbett nicht raus. Wir haben diesen scheiß Helikopter über uns. Der uns vielleicht irgendwas aus den Augen verliert, aber ich glaube nicht dran. Tarnfeld aktiviert. Also gerade schießt er zumindest nicht mehr. Das heißt, vielleicht weiß er wirklich nicht, wo wir sind. Vielleicht wartet er aber auch nur den richtigen Moment und gleich wird die Granate los. Er hat jetzt schon mehrfach auf uns geschossen, ohne dass er uns getroffen hätte oder hat. Maximale Panzerung. Wobei, ah doch, ich glaube, wir sind ihm gekommen. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Ja, sag ich noch und Tarnfeld aktiviert. Krieg voll eins ab. Tarnfeld aktiviert. Maximale ich kann mal versuchen, das Flussbett jetzt hier zu verlassen. Bringt das jetzt, oder? Ja, was? Wobei ich glaube, ich. Maximale Panzerung. Naja, bringt nichts. Kommt nicht raus. Okay. Letzte Idee, die ich habe. Ich muss das Gebüsch. Maximale Panzerung. Wo ist er? Ja, ein Schuss hätte wahrscheinlich jetzt noch gereicht, um ihn zu zerstören. Wir haben keinen Schuss mehr übrig.
Meine Idee ist, den Schützen, den Fahrer rauszuschließen. Oder? Das bringt alles nichts. Auch die Tanks abschießen bringt nichts.